egal, wie viel du sündigst. Der Prophet a.s. sagte, wenn ihr sündigt, bis eure Sünden den Himmel erreichen, ihr dann Taube macht, Allah wird eure Taube annehmen. Subhanallah. Ja, und es gibt viele Hadithe in diesem Zusammenhang. Das Wichtige dabei ist, dass man ehrlich ist. Dass man nicht jetzt sagt, okay, ich bereue, oh Allah, vergib mir. Ja, und die Absicht hat, ich mache es nicht wieder, aber du hast eigentlich fest die Absicht, es gleich oder heute Abend oder morgen wieder zu tun. Wenn du ehrlich bist, ehrlich mit Allah, und du sagst wirklich von Herzen, oh Allah, vergebe mir. Und du hast die Absicht, es nicht wieder zu tun, Allah vergibt es dir. Auch wenn du die Sünde wiederholst und wiederholst. Ja, subhanallah. Also die Bedingung von der Taube annehmen. Und der Prophet a.s. sagte, selbst wenn eure Sünden so viele sind, bis zum Himmel. Subhanallah, so viele Sünden, wenn man ehrlich, aufrichtig Taube macht, Allah vergibt die Sünden. Im anderen Hadith, wenn eure Sünden die Erde komplett füllen würden, ihr dann Taube macht, Allah würde sie annehmen. Subhanallah.